Hallo und herzlich willkommen heute zu einem ganz speziellen Video. Das merkt ihr natürlich auch schon daran, dass das fernab von unserem normalen Upload-Rhythmus ist und zu einem separaten Zeitpunkt kommt. Von einem Bericht über eine Akte hin bis zu einer Untersuchung mit einem Video ist es ein langer Weg. Also es variiert natürlich auch nach dem Ort, wie intensiv die Recherchen sind, was wir machen können, wie lange wir dahin können, wie die Begehbarkeit ist. Das sind sehr viele Faktoren, die da zusammenspielen. Aber in der Regel sind 80 bis 120 Arbeitsstunden notwendig, um bis zum Video zu kommen. Das ist eine Menge Arbeit, wenn man bedenkt, dass wir nach dem Konzept der freien Wissenschaft arbeiten und deswegen all unsere Forschungen unentgeltlich betreiben und auch unsere Ergebnisse jedem kostenfrei zur Verfügung stellen und wir uns noch über andere Tätigkeiten sowie über eure Spenden finanzieren müssen. Wir möchten aber unbedingt an dem Konzept der freien Wissenschaft festhalten, weil wir der Überzeugung sind, dass eine unabhängige, fundierte Wissenschaft und Forschung nur dann möglich ist, wenn sie auf freier Basis basiert und nicht abhängig von irgendwelchen Finanzierungen etc. ist. Aus diesem Grund suchen wir nach Interessenten, welche uns als Freiwillige bei unserer Tätigkeit unterstützen. Hast du Interesse, Zeit und Lust, uns ein wenig zur Hand zu gehen? Dann würden wir uns freuen, wenn du uns eine E-Mail schreiben würdest auf gws-paranormal@web.de oder uns eine WhatsApp schickst unter 0176 4422 3903. Da sich das jetzt um kein Anstellungsverhältnis handeln soll, sondern wirklich eine freiwillige Kooperation in dem Sinne, möchte ich mir das auch formell möglichst so einfach halten, wie es geht. Also du brauchst keine komplizierte Bewerbung zu schreiben oder einen langen Lebenslauf oder sowas. Es reicht wirklich einfach zu melden, zu sagen, hier, ich habe Interesse und dann über die Details, wann, wer, wie, wo könnte, das können wir dann alles im Detail gerne besprechen. So, jetzt auch natürlich die Frage, wo brauchen wir denn hauptsächlich Unterstützung? Also am wichtigsten wäre für uns, dass wir noch ein paar Fahrer bzw. Fahrerinnen bekämen. Wir haben zwar aktuell drei Fahrer, die auch uns wirklich gerne fahren. Ein ganz großes Lob hier an die Leute, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Ganz liebes Dankeschön. Aber wir würden halt gerne unser Portfolio ein bisschen erweitern, damit wir auf der einen Seite mehr Flexibilität haben, aber vor allem, damit unsere Fahrer auch ein bisschen mehr Flexibilität haben. Wie ich ja gerade vor uns erwähnt habe, finanzieren wir uns ja komplett selbst. Das bedeutet natürlich, dass jeder noch mindestens eine andere Tätigkeit hat. Deswegen können die meisten Fahrer bzw. Fahrerinnen natürlich auch nicht, weil sie in der Woche arbeiten müssen. Da bleibt nur das Wochenende. Das ist im Prinzip ja auch kein Problem. Aber auch an den Wochenenden hätten die natürlich gerne mal frei. Jeder hat Familie, Freunde, Hobbys, Vereine oder irgendwas anderes, wo er gerne tätig sein möchte und braucht halt auch mal das Wochenende für sich. Und das möchten wir natürlich auch jedem gerne bieten. Das soll ja hier, wie gesagt, eine Hilfe sein und keine Anstellung mit irgendwelchen großartigen Pflichten, sondern wirklich so, hey, kannst du? Ja, kann ich. Nein, kannst du nicht? Okay, auch gut, dass wir einen Termin finden. Deswegen hätten wir gern in unserem Portfolio noch ein paar Fahrer mehr, damit wir, wenn wir einen Termin ausarbeiten, ist ja meist auch mit einer Genehmigung und ein bisschen Planung verbunden, da ein größeres Feld an Fahrerinnen haben, welche dann sagen können, dass sie an den Termin eventuell Zeit hätten und wir so auch unseren Fahrerinnen ein bisschen mehr Freiheit lassen, dass sie auch nicht ein schlechtes Gewissen haben müssen, falls sie nicht können. Natürlich würden wir, weil die Frage natürlich auch oft kommt, das Benzingeld zahlen. Es ist natürlich klar, bei kleineren Touren, da ist das jetzt nicht so ein Problem, aber wenn wir 100 oder 200 Kilometer weit weg hin und zurück fahren, ein, zwei oder noch mehr Stunden, das geht natürlich in die Summe ins Geld, das ist natürlich aber, das soll es nicht sein, es soll ja eine Hilfe sein. Deswegen wird mir natürlich die Fahrtkosten dann entsprechend übernehmen, das ist kein Ding. Ja, als Fahrer, die Arbeit ist, denke ich, sehr simpel beschrieben und erkläre ich schon selbst, trotzdem will ich noch ein kurzes Wort dazu verlieren. Ja, bringen uns von A nach B, sprich von unserem Ort hier zum Untersuchungsort und wieder zurück. Wir haben ungefähr 55 Kilogramm an Ausrüstung, deswegen mit ÖPNV macht sich das in der Regel überaus ungünstig. Wichtig wäre dabei, dass du vielleicht aus der Nähe von Bochum kommst, das ist unser Startpunkt, damit die Anfahrt auch nicht so lang ist. Prinzipiell haben wir natürlich nichts dagegen, wenn ihr von weiter weg kämet. Es ist nur für euch natürlich noch viel aufwendiger, dann noch die Tour hier erstmal zu machen, ehe wir zum Ort kommen. Das wollen wir jetzt unbedingt nicht jedem zumuten, aber ich denke, das kann jeder dann selbst einschätzen, wie viel er oder sie bereit ist, da Weg erstmal in Kauf zu nehmen. Ja, die meisten Fahrer von uns machen es oft so, dass sie dann, während wir am Untersuchungsort sind, ein Auto verbleiben, ein Buch lesen, am Laptop arbeiten, eine Runde schlafen oder sich mit ihrem Smartphone vergnügen, haben wir natürlich überhaupt gar kein Problem damit. Wir bieten aber auch immer gerne an, dass sie mit auf den Untersuchungsort kommen. Allerdings möchte ich hier eine kleine Warnung aussprechen. Natürlich stellen wir alle
Ausrüstungsgegenstände, die benötigt werden. Wir bringen euch alles bei. Es ist keine Erfahrung notwendig, sofern ihr denn gerne mit auf einen Untersuchungsort möchtet. In der Regel habe ich sogar die Erfahrung gemacht, ist es ganz gut, wenn die Leute weniger Erfahrung haben, dann kann man etwas besser beibringen. Und wie gesagt, wir nehmen uns dann die Zeit, ihr kennt uns von den Videos, wir sind auch freundlich und offen. Das ist alles kein Problem. Aber was wir nicht garantieren können, ist, bei einem Untersuchungsort kann es halt auch zu Gefahren kommen. Das kann einerseits rechtlicher Natur sein, so ein Lost Place, sage ich mal. Wenn wir da keinen Eigentümer mit einer Genehmigung finden und uns entscheiden, reinzugehen, weil wir sagen, okay, das Ding ist aus unserer Sicht nicht befriedet, kann das aber trotzdem sein, dass, wenn man da mit reingeht und es tatsächlich zum Rechtsverfahren käme, weil das jemand anders sieht, man so nach Motto mitgehangen, mitgefangen drin ist, sobald man das Objekt betritt. Das ist eine der Gefahren. Die andere ist natürlich, je nach Objekt, die können auch mal baufällig sein. Es besteht halt immer die Gefahr, dass was zusammenbricht oder dass man irgendwie in ein Loch reintritt. Diese Gefahren gibt es natürlich. Das will ich jetzt niemandem vorenthalten. Ich will auch jetzt niemanden abschrecken. Es sollte nur jedem bewusst sein, der auf eine Untersuchung geht, dass das natürlich, ich sage mal, physische und rechtliche Gefahren sind, die da auf einen zukommen könnten und die wir trotz Vorsicht nicht komplett ausschließen können. Eine weitere Gefahr ist natürlich auch ein bisschen psychische Natur. Wenn an einem Untersuchungsort wirklich viel Paranormales passiert, dann kann das sehr auf die Psyche gehen. Das wird mit der Zeit anstrengend, das kann ich tatsächlich so sagen. Und es ist schwer, da auch ruhig zu bleiben. Also es gibt oft so Berichte, wo jemand sagt, von dem Ort, da kam ich nie wieder weg oder da will ich nie wieder hin. Und ich möchte es halt wirklich als kleine Warnung mit auf den Weg geben, falls ihr sagt, ihr hättet Lust, direkt mitzukommen. Ein ganz wichtiger Punkt ist allerdings noch, ihr bräuchtet einen eigenen PKW, mit dem wir mitfahren können. Wie gesagt, die Tankkosten, theoretisch alles gar kein Problem. Aber wir haben keinen eigenen Fuhrpark, dass wir einen PKW stellen könnten. Von der Größe her muss ich gestehen, wenn wir unterwegs sind, erstaunlicherweise haben wir einen Fahrer, der hat einen Mini. Das passt tatsächlich sogar mit der Ausrüstung, war ich ganz überrascht. Geht. Was aber nicht geht, ist zum Beispiel ein Erdgasauto, weil ich festgestellt habe, dieser Tank hinten für das Erdgas ist so groß, dass da einfach nicht genügend Platz ist. Also es wird wohl bei den meisten Fahrzeugen gehen, aber bei solchen Sachen müsst ihr selber schätzen und euch fragen, kriegt ihr 3 Leute plus ja, 55 Kilogramm Ausrüstung da rein? Wenn die Antwort ja ist, dann wird das gehen. Vielleicht auch noch wichtig, Thema Videoaufnahmen. Gerne dürft ihr, vor allem wenn ihr natürlich mit auf Untersuchung seid, mit auf den Aufnahmen zu hören oder zu sehen sein. Damit haben wir gar kein Problem. Allerdings zwingen wir auch niemanden vor die Kamera. Wenn ihr also sagt, ja, ich möchte schon gerne mit auf Untersuchung, aber ich will auf keinen Fall auf Video sein, dann lässt sich das natürlich auch einrichten. Wir müssen nur bei der Untersuchung dann halt darauf achten, dass ihr dann immer ein bisschen abseits steht. Das ist aber kein Problem, wir zwingen niemanden vor die Kamera, der nicht möchte. Aber wir möchten natürlich auch gerne, dass ihr dann Teil des Teams seid, dass ihr das Gefühl bekommt, Teil des Teams zu sein. Wir teilen unser Wissen, unsere Informationen gerne mit euch und wir können natürlich über alle Details reden. So, das war das Thema Fahrer. Da, wo wir eigentlich immer ein bisschen Hilfe brauchen können, jetzt nicht akut dringend, aber kann nicht schaden, ist der Punkt Recherche. Recherche ist bei uns eigentlich fast dreigeteilter Bereich. Der kann aber fluid miteinander zusammengemacht werden, kann aber getrennt gemacht werden. Der erste Punkt ist die Grundlagenrecherche. Wie es der Name schon vermuten lässt, ist das die Grundlage aller Arbeiten. Das bedeutet ganz simpel, man geht auf die Suche nach Berichten, nach Orten, legt dazu eine Akte an und schreibt erstmal nieder, was man dazu findet. Das ist so wirklich das Grundlegendste. Später kommt dazu dann die Aufbaurecherche, dann wird nochmal ein Detail geguckt. Gibt es den Ort heute noch? Wie ist sein Zustand? Braucht man eine Genehmigung? Gibt es vielleicht schon Berichte über irgendwas, was da passiert ist? War da jemand anders schon mal? Und so weiter. Man versucht dann also, das Gerüst, was in der Grundlagenakte gebaut wurde, immer weiter mit Inhalt zu füllen. Und das ist für uns, die auf Untersuchung gehen, dann auch die Grundlage, mit der wir arbeiten. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das darf man gar nicht unterschätzen. Wenn wir an einem Untersuchungsort sind, da heißt es, da geht ein Geist um, der Leute umbringt, die laut sind. Dann ist das in der Regel ganz gut vorher zu wissen. Auch wenn das meist natürlich nur dann so ein bisschen übertrieben in der Sage ist. Der dritte Punkt, wie gesagt, das kann alles fluid miteinander übergehen, ist die Telefonrecherche oder einfach Telefonie. Das ist halt tatsächlich, wenn wir dann einen Ort haben und sagen, okay, für den brauchen wir eine Genehmigung, der es bewirtschaftet oder ja, wir brauchen einfach eine Genehmigung, dann ist die Sache, Eigentümer rausfinden, den anschreiben, antelefonieren und versuchen, eine Genehmigung zu erwirken. Und ich sage halt Telefonie, weil in der Regel ist es mit einer E-Mail nicht getan. Es geht meist wirklich nur um direkten Gespräch. Und ja, das sind so die Recherche-Telefonaufgaben. Und da
freuen wir uns natürlich auch, wenn wir immer Unterstützung haben. Wir haben da zwar 2 bis 3, je nachdem wie man es zählen möchte, eifrige Leute, die uns dabei helfen. Auch hier danke an die. Ich selbst bin auch in der Aufbaurecherche immer sehr gerne tätig, wobei mein Punkt dann eher der wissenschaftlichen Recherche mehr liegt als wirklich in den Orten. Also ich schaue eher so nach Thesen und packe die in die Forschung mit rein, was ein eigenes Gebiet ist. Aber dabei trifft man halt auch auf Berichte und baut die Akten auf. Wenn man selbst auf eine Suche geht, guckt man da natürlich auch nochmal rein, ganz klar. Auch hier gilt natürlich wieder, Vorwissen ist nicht notwendig. Ihr braucht nicht ein abgeschlossenes Studium in Archäologie, in Museumswissenschaften, Germanistik oder sonst was. Nein, wir zeigen euch, wie wir arbeiten. Wir geben euch das Material, was ihr braucht, zur Hand. Und im Dialog findet man dann halt immer eine schöne Arbeitsweise. Das macht sich ganz gut. Ihr werdet merken, wenn ihr mit uns arbeitet, dann als Team, dass es eigentlich immer alles sehr locker und angenehm abläuft. Und das wollen wir auch so. Es soll halt wirklich jeden auch Spaß machen. Deswegen suchen wir auch nach Freiwilligen, weil es halt einfach sehr schön ist, jemanden zu haben, der sehr gerne das selber tun möchte und uns damit auch noch helfen kann. Das ist dann ein schönes Geben und Nehmen. Jo, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich natürlich auf eure Zuschriften oder Anschreibungen, kann man wohl am ehesten sagen. Und wie gesagt, Interesse können wir dann gerne ein bisschen drüber quatschen, so die Einzelheiten klären. Und ich freue mich auf jeden Fall, euch zu hören. Und im Namen vom ganzen Team sage ich euch, macht's nicht gut, macht's besser. Und wir freuen uns. Tschüss!